Servus Leute, heute zeige ich euch, was man mit einem Fischmaulspreizer und einer Edelstahl-Weithalsflasche zusammen machen kann. Viel Spaß! Ja, vorab möchte ich sagen, diese Idee stammt nicht von mir. Gesehen habe ich das Ganze in einem Video vom Kai Sackmann. Und der hat es, soweit ich weiß, auch aus einem Online-Shop, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist, ich werde das nochmal recherchieren und unten einfügen, bietet quasi in Kombination mit, ich glaube, einer Clean Canteen Edelstahlflasche eben auch diesen Fischmaulspreizer an, um die Flasche optional aufzuhängen und zu greifen. Ich habe jetzt eine Nelchin Edelstahlflasche, aber mit der funktioniert es genauso, die ist jetzt befüllt. Jetzt komme ich mit meinem Fischmaulspreizer, greife hier rein und die Flasche hängt. Wer jetzt ein bisschen Fantasie hat, weiß sofort, was man alles damit machen kann. Man kann nicht nur die Flasche, wenn sie im Feuer steht, aus dem Feuer holen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Man kann auch die Flasche schön übers Feuer hängen und kann auch zum Beispiel damit Wasser schöpfen, als Griff quasi. Also man hat da viele Möglichkeiten. Ja, dieser Fischmaulspreizer kostet in dem Shop, den auch der Saki, glaube ich, empfohlen hat, wenn ich es richtig weiß, 5 Euro. Bei mir war es jetzt so, dass ich halt nur diesen einen Artikel gewollt hätte und dann wäre für mich noch separat Versandkosten angefallen. Und deswegen habe ich dann einfach mal beim heimischen Angelladen geguckt. Da hat mich das Ding 4,50 gekostet. Und ich hatte keine Versandkosten. Also, wenn ihr da vielleicht Interesse habt, ich setze auch nochmal das Video vom Saki unten rein. Das auch eine Top-Empfehlung meiner Seite her. Ich war nämlich schon öfters drauf und dran, auch vom Dave Canterbury's Shop, vom Pathfinder School Shop, diesen Bottlehalter zu kaufen, der kostet irgendwas 20 Dollar plus noch Versand nach Deutschland, und da ist einfach dieser Fischmaulspreizer eine sehr günstige Alternative, um seine Edelstahlflasche ins Feuer hängen zu können und so weiter. Ja, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.